Jugendwelle. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Das ist der perfekte Tag. Hallo und herzlich willkommen bei der April-Sendung der Jugendwelle. Der Frühling mit 1000 Farben, milder Wärme und guter Laune ist endlich wieder da. Und wir haben spannende Themen für euch vorbereitet. Als erstes hören wir einen Bericht über das Projekt Unsere Großeltern erlebten Geschichte, an dem eine Schülergruppe aus dem Lenau-Lyzeum teilgenommen hat. Sollte Inzest eigentlich legalisiert werden? In der Rubrik Tabu erfahrt ihr, was Jugendliche über dieses Thema denken. Zuletzt bringen wir in der Rubrik Seltsames aus aller Welt die Geschichte der Aghori-Mönche aus Indien zum Vorschein, eine Sekte, die sich durch merkwürdige Rituale von anderen Menschengruppen unterscheidet. In der Schule unterrichten die Geschichtslehrer die Geschichte der berühmten Persönlichkeiten, der Mächtigen. Denn im Grunde genommen ist dies, was im gemeinsamen Gedächtnis der Menschheit bleibt. Vielleicht genügt es im Ganzen, aber für uns als Individuen ist es noch wichtiger, die Geschichte unserer näherliegenden Vorgänger kennenzulernen. Und wer ist in der Familie geeigneter zum Nachfragen als unsere Großeltern? Diesen Drang nach Familiengeschichten verspürte auch eine Schülergruppe der Lenau-Schule. So nahmen 5 Schüler der Oberstufe unter der Betreuung von Simona Lobbons und Helene Wolf an dem Projekt Unsere Großeltern erlebten Geschichte teil. Die Veranstaltung fand 3 Tage lang am ersten Wochenende des Monats März statt. Gastgeber war die Bildungsstätte Heiligenhof im Kurort Bad Kissingen in Bayern, Deutschland. Die Schüler interviewten ältere Personen aus der Generation ihrer Großeltern über ihr Leben während der kommunistischen Zeit in Rumänien. Die Ergebnisse präsentierten sie anschließend in einem einstündigen Vortrag im Rahmen einer internationalen Begegnungstagung eines Frauenverbandes. Neben den rumänischen Teilnehmern machte auch eine polnische Schülergruppe aus Oborniki mit. Diese 2 Gruppen repräsentierten die junge Generation. Ziel der Tagung war unter anderem auch, Brücken zwischen der jungen und der älteren Generation zu bauen, zwischen Jugendlichen und Großeltern. 2 der interviewten Teilnehmerinnen, beide Großmütter mit Enkelkindern, haben ein paar Fragen für unsere Jugendsendung beantwortet. Hören wir mal die Ergebnisse. Können Sie sich bitte vorstellen? Mein Name ist Inge Alesi und ich stamme aus dem Sudetenland. Welche Eindrücke haben Sie von den 2 Schülergruppen? Ja, also ich finde, es ist eine anerkennenswerte Arbeit und Leistung, was Sie in der kurzen Zeit gelernt haben und wie Sie das Programm auf die Beine gestellt haben. Also es war sehr anschaulich und sehr interessant. Was hat Ihnen am besten im Rahmen dieser Tagung gefallen? Diese Schülergruppen aus Rumänien und aus Polen, sehr interessant. Haben Sie selbst Geschichten, die Sie vielleicht mitteilen möchten? Ja. Meine Enkel, die kennen auch meine Geschichte zur Vertreibung. Und ich habe auch die Zeit danach beschrieben. Und zwar, ich fand es also einfach wichtig, dass ich das festhalte, diese Zeit. Und damit die auch wissen, wo ich herkomme. Und ich bin mit denen auch schon in die Heimat gereist. Und die finden sie also als sehr schön und lieblich. Ich stamme aus dem Elbtal und es war also landschaftlich eine besonders schöne Gegend. Und oberhalb unseres Grundstücks ist eine Ritterburg auf dem Felsen. Und wenn man da also darauf steigt und von oben runter schaut, dann ist es schon ein erhabenes Gefühl. Also, ne, das haben die also erlebt. Und ich finde halt, das ist einfach Heimat zum Anfassen. Ne? Also wenn man nicht bloß auf der Landkarte schaut, sondern tatsächlich dahin fährt und sich die Schönheiten anschaut. Dann habe ich auch das Glück, dass ich meinen Stammbaum da ausfindig machen konnte. Und der reicht zurück ins 16. Jahrhundert. Und ich muss schon sagen, das macht mich schon auch stolz. Und dann, wenn ich dann meinen Enkelkindern sagen soll, also in diesem Tal haben eure Vorfahren gelebt, die haben den 30-jährigen Krieg mitgemacht und irgendwie Pest auch überstanden und was sonst noch gewesen ist. Also ich finde das schon interessant. Und wie man auch mal sieht, mit welchen Augen die das gesehen haben. Sie müssen auch wissen, wo sie herkommen. Was würden Sie der zukünftigen Generationen empfehlen oder ausrichten? Ja, also ich bin halt für das Miteinander. Und ich möchte sagen, man muss das ganze Europa sehen und dass wir einfach Europäer sind, ohne dass Grenzen gesetzt sind und dass man die Grenzen überwinden kann. Und dazu gehört einfach Verständnis und Annäherung. Und wenn man dann die Menschen kennenlernt, man kann doch auf die Menschen auch zugehen. Und es ist ja auch schöner, wenn man miteinander leben kann.
Also so sehe ich das. Ne? Die polnische Gruppe aus der Stadt Oborniki hat auch Bericht erstattet von der Zeit in Bad Kissingen. Weil ihre Deutschstunden in der Schule nur ganz knapp sind, ist das Interview auf Englisch. Could you please present yourselves? I'm Monika. I'm Olaf. I'm Gosha. Martina. And Aneta. How did you find out about the project Unsere Großeltern erlebten Geschichte? I heard it from my teacher. He called me that there was a project and I and some of my friends would take part in it. So Monika is my girlfriend and she told me that there's a project and we can go to Germany for a weekend, so you know. I heard about the project from her and I thought that it's a cool idea. I'll surely meet new people and learn something from the language. Why did you choose to take part in it? Why? Because Monika wanted to take part in it and she's my sister, so I wanted to help her. And I thought it's a good idea to tell the story of our grandparents. Because learning about history and especially about the history of our grandparents is a very important thing, because if we don't know about the history is going to repeat itself. And also, we can surely learn new things and meet new people and visit new places. I have problems with talking to much people, and that's why also I took part in it. So that would be a challenge for me. Could you shortly describe the process of making your presentation? At first, we got some questions for the interview with our grandparents. Then we used these questions in a talk with our grandparents. When we talked with our grandparents, then we had to make a project with all the stuff that we have. So the things that our grandparents told us, the things that our parents told us and other people. And then we translated it all into German. We learned something of it by heart, something of it, we just had it written on the paper. And then we made a presentation in PowerPoint. How many German classes do you have every week? Two. One. I have no. I'm a student now. I'm a little bit older, so I have no German. Did you gain something from your participation at the project? Learned many things about my grandparents. It was the first time when we could tell something to the audience in German. We usually don't have opportunities like that. We usually do it in English or in Polish. So it was a new experience to go to Germany and present our history, present our families, and all of it in German. What were your first thoughts on the city Bad Kissingen? It's really beautiful. I knew that before, that biome is really beautiful. Mountains and valleys and the small cities in the valleys. And bridges. And bridges. They are really cute. How is it different from your hometown? We don't have mountains. There aren't that many antique buildings, and Bad Kissingen is very beautiful, especially the old town. And Oborniki is much smaller. There's not so much to do in Oborniki. The last question. Say three Polish words you like the most with translations. Taboo. Inzest gilt als universales Tabu, gesetzlich wie moralisch. Und das nicht erst seit Ödipus, Homo Faber oder unlängst gute Zeiten, schlechte Zeiten. Historisch gesehen waren sexuelle Beziehungen unter Geschwistern jedoch in vielen Kulturen sogar ein Privileg der Herrscherhäuser. Unser heutiges Inzestverbot geht zurück auf das Alte Testament. Und es stellte diese Praxis im Zuge der Aufklärung in vielen Staaten Europas unter Strafe. Aber sehen wir uns die Sache einmal genauer an. Inzest oder veraltet auch Blutschande bezeichnet den Geschlechtsverkehr zwischen Engverwandten. Inzest in seiner stärksten Ausprägung ist die Paarung eines Elternteils mit seinem leiblichen Kind, aber auch die einvernehmliche sexuelle Beziehung zwischen erwachsenen Geschwistern wird von den Rechtsbestimmungen mehrerer Länder als strafbarer Inzest eingestuft. Teilweise verbunden mit Inzest sind vor allem früher verbreitete Verwandtenhochzeiten, also Eheschließungen unter nahen Blutsverwandten im europäischen Hochadel, in abgelegenen ländlichen Gegenden oder in Auslandsgemeinschaften. Inzesttabus richten sich in allen Kulturen nach dem Grad der Verwandtschaft, unterscheiden sich aber in der Grenzziehung. Soziale Gruppen, Gesellschaften
und vor allem Religionen haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was ein zu verbietender Inzest ist oder welcher Inzest von den Mitgliedern toleriert, gewünscht oder sogar gefördert wird. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament der Bibel wird Inzest erwähnt. So im Alten Testament die Geschichte von Lots Töchtern, die dem berauschten Vater beiwohnten, aus Angst, nach Sodoms Untergang keine Männer mehr zu finden, um Nachkommen zu zeugen. Und bei einer buchstäblichen Auslegung der Bibel müssen sich auch die Kinder von Adam und Eva inzestuös verhalten haben. Im Islam gibt es ebenfalls Inzestverbote. Selbst der Geschlechtsverkehr mit Frauen oder Männern, mit deren Geschwistern man Geschlechtsverkehr hatte, gilt im Islam als Inzest. In Europa war die Vetternähe zwischen Angehörigen des Hochadels und vor allem regierender Dynastien bis ins 20. Jahrhundert hinein mehr Regel als Ausnahme. Fast jede königliche oder prinzliche Ehe wurde zwischen Cousins und Cousinen zweiten oder höheren Grades geschlossen. Aber auch Verbindungen zwischen Cousins und Cousinen ersten Grades kamen in allen Herrscherhäusern, vor allem aber im Haus Habsburg vor. Im Gegensatz zur Vergangenheit gilt Inzest heute bei uns als etwas Unnormales und ist gesellschaftlich nicht akzeptiert. Dies zeigt beispielsweise ein Fall, der vor wenigen Jahren in Sachsen, Deutschland, aufgetreten ist. Susan K. und Patrick S. Die beiden haben bereits eine schwierige Kindheit hinter sich, als sie erstmals zusammengebracht werden. Er ist 24, sie 16 Jahre alt. Aus der Geschwisterliebe wird bald mehr. 4 Kinder zeugen die beiden miteinander. Als die Sache herauskommt, verurteilt ein Gericht den Mann wegen widerrechtlichen Beischlafes mit seiner Schwester. Die Frau wird, da bei den Taten noch minderjährig, freigesprochen. Das Urteil geht durch alle Instanzen bis vors Bundesverfassungsgericht. Hier scheitert das Paar ebenso wie später vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Der Vater muss ins Gefängnis, die Kinder, 2 von ihnen sind behindert, werden dem Jugendamt überstellt. Doch nicht nur in der Gesellschaft, auch in der Wissenschaft ist das Thema Inzest umstritten. So wird von einigen Biologen angenommen, dass sich Familienangehörige voneinander sexuell angezogen fühlen, sofern dies nicht nur soziale Einflüsse verhindert werden. Evolutionsforscher haben hingegen behauptet, dass angeborene Verdrahtungen der Nervenzellen darauf ausgerichtet seien, Blutverwandte zu erkennen. Neben der Verwandtenselektion diene dieses Erkennungssystem dazu, die Fortpflanzung unter Blutsverwandten zu vermeiden, weil daraus hervorgehende Kinder weniger gesund seien. In einigen nordeuropäischen Staaten wird heute offen über ein Umdenken in der Inzestdebatte diskutiert. Ist diese Gesetzgebung heute noch zeitgemäß? Sollte Inzest weiterhin tabuisiert und verboten bleiben? Wir haben die Lenau-Schüler zu diesem Thema befragt. Inzest gilt unter vielen Menschen als Tabu. Hast du eine Meinung dazu? Ich glaube, dass es ist eine Dummheit. Also ich habe einen Bruder und ich kann davon gar nicht denken. Viele sagen, dass wenn jemand Inzest hat, dann werden die Kinder nicht gesund sein. Aber ich glaube, das ist falsch. Aber trotzdem glaube ich, dass Inzest ist nicht eine gute Sache. Aus einem biologischen Gesichtspunkt ist es sehr gefährlich, Inzest zu haben oder zu machen. Und aus einem moralen Gesichtspunkt finde ich es ganz immoral. Laut Bibel ist Inzest eine Sünde. Laut Bibel stammen wir alle von Adam und Eva ab. Ist dies nicht ein Widerspruch? Also, ich glaube, Adam und Eva waren nicht Brüder. Einige Länder planen Inzest zum Teil zu legalisieren. Was hältst du davon? Ich bin ganz dagegen. Ja, ganz dagegen. Tabu. Psst. Nun folgt unsere Rubrik Seltsames aus aller Welt. Seltsames aus aller Welt. Heute werden wir euch einen bizarren Kult vorstellen, der aus Indien stammt.
Es geht um die Agori-Mönche. Wenn man das Wort Mönch nennt, denkt man nun an religiöse Menschen, die einen ruhigen Lebensstil führen. Unsere Mönche auf der anderen Seite sind ein bisschen extremer. Sie essen Menschenfleisch, trinken Urin aus Totenköpfen, verspeisen Exkremente und verschmieren ihre Gesichter mit der Asche der Toten. Aber woher finden sie beispielsweise das Menschenfleisch oder die Knochen für ihre Rituale? Aus dem Heiligen Ganges. Dort wird die Asche der verbrannten Menschen und ihre Knochen hineingeworfen. Aber man kann auch Knochen oder viele unversehrte Leichen dort finden. Die Knochen werden von den Menschen als Schmuck getragen und das Fleisch wird verspeist, weil sich die Mönche so die Sterblichkeit vor Augen führen und sich von der Idee des Sterbens desensibilisieren. Ein anderes reguläres Ritual, das auch Kapala heißt, ist das Trinken von Alkohol oder Urin aus Totenköpfen. Diese Sekte stammt aus der Stadt Varanasi. Varanasi befindet sich in Indien und ist ein Ort, wo Leichen offen am Fluss verbrannt werden. Es gibt auch einige Menschen, welche sehr neugierig sind und dorthin gehen, nur um zu beobachten, wie das Leben dort aussieht. Diese Art des Tourismus heißt Dark Tourism. Also die schwarze Seite des Tourismus. Die Agori-Mönche glauben, dass jeder Mensch bei seiner Geburt ein vollständiger Agori sei. Aber die Gesellschaft und unsere Umwelt lehren uns die Angst vor der Sterblichkeit des Menschen. Die Agori-Mönche versuchen, durch ihre seltsamen Rituale, sich von der gesellschaftlichen Moral zu lösen, um eine höhere Stelle zu erreichen. Denn für sie ist Moral etwas Künstliches und damit Falsches. Na, Flo, würdest du dorthin fahren? Ja, ich bin ganz neugierig. Ich glaube, dass es eine interessante Erfahrung sein könnte. Würdest du nicht mitkommen? Nee, ich bin nicht neugierig darauf. Schade. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Lasst gerne ein Like auf unserer Facebook-Seite unter der ID Jugendwelle Temeswar und seid das nächste Mal wieder da. Tschüss! Das ist die perfekte